Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde Watch Dogs Legion und wir müssen uns eine Mission aussuchen. Da habe ich ein bisschen Aufstoßen gerade gehabt. Wir nehmen, glaube ich, die 404-Mission. Damit haben wir noch nicht angefangen. Deswegen nehmen wir die. Da sehe ich mich. Familiengeschäfte. Kapitel begonnen. Okay, wo müssen wir? London. Und hier ist 404, das erste Peer-to-Peer-Hacktivisten-Netzwerk. Jeder ist willkommen. Wenn ihr was verändern wollt, dann hier. Wir bringen die Elite zu Fall. Auftrag für Auftrag. Hab ich aus dem Dark Web. Offenbar gründen die coolen Kids heutzutage Hackergruppen. Aber diese 404-Typen könnten uns nützlich sein. So, wohl muss ich Wenn jeder willkommen ist, dann sind wir das auch. Wir sollten 404 unterwandern. Ihre Connections können uns weiterhelfen. Wenn du freundlich bist, okay, schalten sie für dich vielleicht Zero Day aus. Übrigens, vielleicht sind sie ja Zero Day. Finde das mal heraus. Ich habe Straßenaufnahmen von einem C2S-Hub gefunden, der voller 404-Graffiti ist. Sie markieren ihre Revier wie ein Chihuahua auf Speed. Ich markiere dir die Position des Hubs auf deiner Karte. Gib her. Da hinten irgendwo. Okay, perfekt. Fahren wir hier rechts und dann immer links. Ab da. Kann ich hier so einen Wegpunkt setzen? Geht das? Ja. Let's go. Ich hätte auch da in die Nähe einfach einen Wegpunkt setzen können. Auch eine Idee eigentlich. Ich könnte hier auch eine Schnellreise machen, aber nein. Für sowas mache ich keine Schnellreisen, Freunde. Wenn ich mal zurück muss zum Dings, dann macht es Sinn. Wenn ich mal zurück zur Basis muss oder so, aber nicht für sowas. Eieieiei. Ich habe jetzt schon fleißig vorproduziert, also ihr seht die Folge hier am Freitag. Die Folge wurde aber aufgenommen. Ratet mal in den Kommentaren. Sag mal so, das ist ein bisschen her. CTOS Hub lokalisiert. Okay, let's go. Ein Auftrag. Wenn du das hörst, heißt das, du möchtest mehr über 404 erfahren. Wissen, was wir wissen. Tun, was wir tun. Begib dich zum Walkie-Talkie-Club. Es ist nicht gerade ein Geheimnis, dass er nur eine Fassade für Clan Kelly ist. Aber da gibt es noch andere Geheimnisse. Vor Ort erfährst du mehr. Der Hub hat gerade eine Riesenmenge Daten an deine Optik geschickt. Wie dreist. Let's go. Da sehe ich mich. Wie weit ist denn das weg? Hier gibt es auch keine. Also hier wird eine Schnellreise vielleicht schon wieder Sinn machen, aber es gibt einfach keinen. Bisher zumindest. Zwei Kilometer sind es knapp. Ich muss die Kamera weglassen. Also die Maus. Wenn ich die Maus hinzunehme, ist das immer mega kacke mit der Steuerung. Von so Motorrädern zumindest. Bei Autos geht's halbwegs. Aber halt nur bei Autos. Keine Angst, ich überfahre jetzt schon keinen. Zwei Sekunden später. Da sehe ich mich. Ja, ja, halt's Maul. Islington und irgendwas war ich gerade. Hackney, okay. Dann wieder in Camden. Dann wieder in Islington and Hackney oder so. Wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt in City of London. Huiuiui. So, da sind wir gleich da. 400 Meter noch. Tada. Inzwischen solltest du Fenchurch Street 20 erreicht haben. Der Walkie-Talkie-Club befindet sich im Gebäude ganz oben. Da kommt man nur mit dem Aufzug hin. Ah, dann lass mich doch dahin.
Ab in dem Walkie-Talkie-Club. Du hast den Walkie-Talkie-Club erreicht, wo diejenigen mit mehr Geld als Verstand beides verlieren. Der Walkie-Talkie-Club wird von allen möglichen Mitgliedern der korrupten Elite frequentiert. Und die Besitzer, Clan Kelly, haben vor Ort eine KI, die Erpressungsmaterial sammelt. Finde diese KI, damit wir mit eigenen Augen sehen können, was dieser korrupte Abschaum zu verbergen hat. Okay. Wie komme ich denn da rein? Hier sind ganz schön viele Kameras noch, ne? Wie komme ich da hin? Greife auf die Gesichtserkennung KI zu. Ah. Lang hier. Wie komme ich hier rein? Hier. Man sieht in den Dingern nicht ganz so gut, ehrlich gesagt, aber okay. Wie kann ich mich jetzt hier reinhacken? Ah. Bin ich gerade dumm? Mal wieder? Ah, hier entsperren. Okay. Ja, ich war dumm. Also die Tür ist jetzt auf. Jetzt ist noch die Frage, von wo kommen wir da rein? Wir müssen irgendwie den Eingang jetzt finden. Aufzug, nein. Bin ich gerade blind oder muss ich da doch so? Hier ist nix. Du bist einfach nur fantastisch. Warum weiß ich, dass das ein großes Problem im Alter ist, aber er hat keinen blassen Schimmer. Das ist inakzeptabel. Gucken wir mal, was bei Aufzug benutzen passiert. Wahrscheinlich bin ich wieder ganz unten. Meine Fresse, mich hat gerade so ein Schwachkopf angebaggert. Du kennst den Pisser? Komm. Was für ein Spion sagt denn? Ich bin ein Spion. Das ging ja noch. Aber dann
sagte er. Und ich habe die Lizenz zum Vögeln. Okay. Was zur Hölle? Okay, wir gehen einfach mal hier hoch kurz. Nochmal. Irgendwie bin ich gerade lost, oder? Trinken wir erstmal ein. Schönes Bier auf Ex. Doch nicht. Nicht mal ausgetrunken. Wie komme ich da rein? Okay, ich bin betrunken. Let's go. Da sehe ich mich. Hier lang. Hä, hey, jetzt ist hier wieder alles zu. Ach, weil ich unten und oben war, ne? Also an sich müssen wir... den Zugang hier irgendwie finden, ne? Ah, hier kann man auch interagieren. Okay, wir müssen da gar nicht rein. Tja, du hast hart gearbeitet. Oh, das war einfach lost. Und jetzt haben wir nichts. Die KI ist gar nicht hier. Nur ein Relais, das die Daten aus dem Club nach draußen schickt. Ich finde raus, wohin, und du findest raus, wie du aus diesem lauten, widerlichen Drecksloch kommst. Deal? Deal. Easy. Eieiei. Da war ich wieder anders lost heute, Freunde. Das gibt's schon fast gar nicht. Okay, da muss ich besser werden. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und die Gesichtserkennungs-KI stammt wohl von BrokerTech. BrokerTech? Das ist eine der größten Software-Firmen der Welt. Die machen sich nie die Finger schmutzig. Wenn die Erpressungsmaterial von den Kellys kaufen, ist das eine große Sache. Alles, was die KI hier sammelt, landet direkt in der Zentrale von BrokerTech. Um die Daten zu bekommen, müssen wir dahin. Wo ist denn die? Ah, jetzt markiert. Alter, wieder halbe Weltwanderung. Aber okay. Lösche die KI bei BrokerTech. Ob so die bauen da Unfälle? Ich habe damit nichts zu tun. 2 Kilometer wieder. Wieder eine kleine Weltreise hier. Eieiei, wie findet ihr eigentlich bisher das Let's Play so, Freunde? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Was ich auf jeden Fall schon gesehen habe, dass ziemlich viele über Google neu hinzukommen. Einfach aus dem Grund, dass ich da relativ gut gerankt bin, zumindest mit den ersten beiden Videos. Die anderen sind noch nicht online, zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, zeitgleich aber auch, dass viele neue hinzukommen, die nicht abonniert haben. Von daher, lasst gerne ein Abo da, Freunde. Hier gibt's Watch Dogs, hier gibt's bald Assassin's Creed. Hier gibt's Larry, hier gibt's ab und zu auch mal was anderes und es werden auch weitere Sachen folgen. Schaut da gerne vorbei. Würde mich freuen. Hey, spring mir nicht vors Auto! Einfach mal alle abbiegen lassen hier. Der Nachteil an
Autos, die alle hackbar sind und so. Okay, man muss hier irgendwo rein. Kann ich hier einfach durch die Tür? Du hast BrokerTag erreicht. Schön. Marktführer bei innovativer Software und KI-Technologie. Gegründet von CEO Sky Larsen mit gerade mal 25 Jahren. Das nenne ich Ehrgeiz. Kannst du dir vorstellen, was man hier alles findet? Wir könnten sämtliche Erpresser arbeitslos machen, wenn wir das alles rausgeben. Ich nehme an, das ist genau das, was unsere 404-Freundin im Sinn hat. Okay, wird gemacht. Wie kann ich die Türen hier hacken? Okay, der Laden sieht heiß aus. Gehen wir noch mal rein. Na hier. So, wo muss ich? Da rechts irgendwo. Ist es oben, unten? Erstmal das Gröbste überlebt, würde ich sagen. Von daher packen wir erstmal wieder weg. Okay, hier kann man was machen. Hallo? Geht noch nicht. Ich habe das ganze Erpressungsmaterial und meine Güte, sind Menschen widerlich. Wie ist dieser Politiker, der so auf Familienwerte pocht, wohl findet, wenn seine SM-Sessions öffentlich dem Gebiet, werden? Easy. Ach, finden wir es doch einfach raus. Das Material ist jetzt geleakt. Sehr schön. Ciao, war schön hier. Einsatzleitung an alle Einheiten. Mögliche Feinde in ihrer Nähe. Verstanden. Halten nach Feinden Ausschau. Ciao, war schön mit euch. Nicht. Zielperson ist am Kontrollpunkt vorbei. Kontrollpunkt war der Fuck. Negativ, noch keine Spur der Zielperson. Zielperson hat Kontrollpunkt passiert. Oh, schon wieder ein Kontrollpunkt. Das gibt's doch gar nicht. Wie viele Kontrollpunkte sind denn hier? Die Polizei fährt hinter mir her. That's not good. Okay, wir haben es geschafft. Initiation. Mission abgeschlossen. Da sehe ich mich. Zu Krypto sage ich nicht nein. Besonders zu so einer Menge. Ich wollte sagen, dass es ein undankbarer Job ist. Aber jemand hat uns gerade ein Video namens Vielen Dank.mp4 geschickt. Also ist es wohl ein dankbarer Job. Lass mal sehen. Das war dein erster Auftrag für 404.
Das erste Peer-to-Peer-Aktivisten-Netzwerk im Dark Web. Es ist mein Netzwerk. Ich vergebe die Aufträge. Mehr musst du nicht wissen. Ich bin niemand. Ich bin Nautz. Und ich bin mit deiner Optik verbunden. Also sehen wir mal, wer du bist. Moment. Bist du von DedSec? Oh, das ist verdammt cool, Mann. Okay. Ja, schon besser. Das Glück ist uns heute hold, DedSec. Die Welt ist am Arsch. Aber wir können die Dinge in Ordnung bringen. Ich bin im Somerset-Haus und überwache Aufträge. Komm dahin. Wir reden. Bis dann. Das okay, Freunde. Wer war das, Bagley? Ich habe Nauts Namen und Gesicht durch die üblichen Datenbanken gejagt und das Ergebnis war nichts. Oh, Nauts. Okay, ich hab's kapiert. Wir denken nicht ernsthaft darüber nach, uns mit dieser Dark Web-Troller zu treffen, oder? Doch, meiner Ansicht nach ist es das Risiko wert. Sie scheint ein echter DedSec-Fan zu sein. Und ich hab sie lieber zum Freund als zum Feind. Wenn sie nicht zu Zero Day gehört, weiß sie vielleicht, wer es tut. Und wenn sie zu Zero Day gehört, ist es vermutlich eine Falle. So oder so, wir kriegen neue Informationen. Definitiv. Dann mal los. Freunde, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut doch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.